Ja, herzlich willkommen zurück zum Spielstand des FM 22 mit dem ersten FC Kaiserslautern. Nach dem Sieg gegen Sandhausen geht's nun weiter im Spiel auswärts gegen Hansa Rostock. Wir schauen uns aber noch die anderen Spiele an, wie immer. Nach unserem Spiel gegen Sandhausen hat abends noch Karlsruhe gegen Schalke 1-3 gespielt. Das ist interessant, weil Schalke natürlich noch hinter uns war. Dann am Sonntag Nürnberg, Rostock 1-0, Dresden, Bochum 1-2, Regensburg gewinnt gegen St. Pauli 2-0. Das war für uns nicht so relevant. An diesem Spieltag schon die Spiele Sandhausen gegen Hannover 1-0 und Bochum gegen Duisburg 1-0. Das ist vielleicht nicht ganz so interessant, aber ich muss mich auch mal outen. Jeder von uns ist Fan eines Vereins und ich bin nun mal eben Fan des VfL Bochum. Ich hoffe, dass nicht sofort die Leute jetzt ausklicken. Es könnte schlimmer kommen, oder? Komm, also ich meine. Nee, sage ich jetzt lieber nichts. Also jeder hat seinen Verein, jeder hat seine Berechtigung, Fan von jemandem zu sein. Ne? Mein Vater wohnt halt oder ist in Bochum geboren, Familie in Bochum, also von daher war das so. Ich wohne zwar nicht dort, aber so 25 Kilometer entfernt, von daher kann ich auch immer ganz gut ins Stadion gehen und freue mich natürlich bei dem Spielstand auch, wenn Bochum sich da rettet, weil sie wären fast in die dritte Liga abgestiegen. Hätte, kann immer noch passieren, aber die letzten Spiele laufen gut. Dann am Samstag die Spiele Heidenheim gegen Augsburg 1-2, Darmstadt Karlsruhe 4-4, St. Pauli Dresden 0-0 und Schalke gegen Wiesbaden 2-1. Also Schalke hat 6 Punkte sozusagen geholt nach unserem Spiel, ist trotzdem noch ein Punkt hinter uns. Augsburg hat wieder gewonnen, ist damit aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch. Übrigens, Rostock und Duisburg sind bereits abgestiegen, das steht auch schon fest. Und Darmstadt spielt nur 4-4, die ja auch noch hinter uns stehen. Auch gut für uns, für unser Spiel gegen Rostock, die ja, wie hier vorhin gesagt, abgestiegen sind, aber das heißt nicht immer was. So Mannschaften sind dann vielleicht erst recht befreit. Schauen wir mal. So, die Mails, die es jetzt gibt. Am Sonntag, darauf die Woche. Ne, fangen wir mal hier vorne an, scrolle ich nicht immer direkt zu viel. Es ging einmal am Freitag mit der Information los, nämlich dem Training. Das wollte ich euch mal zeigen. Memedov, ich habe vorhin schon mal darüber gesprochen, 9,9 in der Trainingsnote. Wenn der spielt, sind die Pfeile meistens nach oben. Wenn der nicht spielt, sieht es dann meistens auch anders aus. Also von daher, da sieht man wieder, wie wichtig es ist, dass Spieler auch die Spielpraxis dazu bekommen. Sehr gute Leistung. Raab mit 9,3 und Montecelli auch mit 9,3. Bei den ersten beiden habe ich schon gelobt. Ich zeige euch mal, wie ich das mache. Ich weiß nicht, wie ihr das mal macht bei Monticelli noch nicht. Ich gucke mir das dann immer die ersten drei auf jeden Fall an, gehe auf Entwicklung und hier oben auf Loben. Ne, das geht immer am schnellsten und dann kriegen die mal ein schönes kleines Lob, was ich auch ab und an mal mache, aber nicht jeden Spieltag. Dann gehen wir nochmal auf Training, Trainingsleistung. Hier sind ja schon die ersten drei. Da hat sich nur Monticelli und Raab gewechselt. Achso, die haben beide 9,3. Ist hier anders aufgezeigt. Brandscheid zum Beispiel, dann kann man das hier auch loben. Für alle, die das vielleicht anders machen. Ich mache es so. Und dann gehe ich schon mal so ein paar Spieler durch, lobe die. Man sieht das ja immer hier. Es ist ein bisschen grüner jetzt, wie es vorher war. Insofern hat ihnen die Moral geholfen. Stindl 9,1 können wir auch nochmal loben. Da ist es ein bisschen gerader als vorher. Und Kiprit nehmen wir auch nochmal mit. Ja, manchmal bringt es was, manchmal nichts. Andere Möglichkeit, die ihr übrigens auch machen könnt, so mache ich es auch manchmal. Ich gehe einfach mal in die Taktik rein und gucke mir die Moral an. Und der vielleicht gerade nicht so gute Moral hat, könnte man jetzt Güler, ja gut, der ist verletzt. Dann gehe ich eben da drauf, ich sage jetzt mal bei Klingenburg als Beispiel, gehe dann in die Entwicklung, sehe auch 8,4, dann kannst du den mal loben. Ne? Dann ist vielleicht in dem Fall auch die Moral ein bisschen besser. Ne, das ist so, wie ich das mache. Also, sehr gutes Training, insgesamt 8,49 passend für für die Schlussphase der Saison. So, das wollte ich sagen. Passendes Niveau. Dann gab es noch eine weitere Info bezüglich des Restprogramms. Das wurde am Freitag gezeigt. Jetzt muss ich aber gerade mal sehen. Ja, ist es gar nicht. Oder habe ich mich da vertan? Mit dem Donnerstag vielleicht, oder ist das gar nicht mehr drauf? Eigentlich war hier irgendwo ein Restprogramm. Weil ich ja vorhin auch von nur gesprochen habe, aber keine Ahnung. Ich sehe es nicht. Da, doch, dann war es am Donnerstag. Sorry. Das ist also der Restprogramm der Mitaufstiegskandidaten. Augsburg spielt in Hannover zu Hause gegen Karlsruhe und in Wiesbaden. Machbar, sind ja schon aufgestiegen, wollen wir gar nicht drüber reden. Bremen spielt noch gegen Nürnberg, gegen uns, Sandhausen, Rostock, auch relativ einfaches Programm von den Tabellenplätzen. Wir haben uns schon besprochen, Darmstadt spielt noch gegen Wiesbaden, Regensburg
Dresden auch soweit okay. Also wir haben alle nicht unbedingt so wahnsinnige schwere Restprogramme. Deswegen ist völlig offen, bleibt spannend. Das ist ja gut. So, und dann noch eine Sache, die ganz interessant ist. Wir haben jetzt schon mit dieser Erreichen der oberen Tabellenhälfte das Ziel für 29,30 erreicht. 4 Jahre früher als geplant. Finde ich irgendwie immer ein bisschen seltsam, wenn das angezeigt wird. Ist ja schön, man hat ja so Langzeitziele, ne? Aber was heißt das jetzt, ne, für die nächste Saison? Wahrscheinlich, wenn wir nicht Aufstieg als Meister. Keine Ahnung. Na gut, das war's. Das Wichtigste aus der Woche. Dann gucken wir uns wieder den Gegner an. Die spielen Catenaccio. Genau, ziemlich hinten drin. Otto 9-2, nicht ungefährlich. 6-1. 1-1. Ja, und Kühlwetter muss man aufpassen. Achso, und dann schauen wir uns hier noch den Scout-Bericht an. Sehr vorsichtig. Catenaccio passt ja dazu. Ja, okay. Heißt, wir müssen mit unserer offensiven Taktik definitiv punkten, direkt Druck machen, meiner Meinung nach. 10.177 Zuschauer werden es sein. Deswegen habe ich mich für diese Aufstellung entschieden. Ihr werdet sehen, dass es nichts anderes gibt. Ich habe mich in der Abwehr auch wieder für Gregor entschieden, statt für Muamurovic. Der ist zwar nicht mehr als krank gemeldet, sozusagen, aber wenn man hier aufs Herzchen geht, sieht man, dass die Verletzungsanfälligkeit noch überdurchschnittlich ist, während das beim Gregor unterdurchschnittlich ist. Deswegen, Gregor hat ja auch gar nicht schlecht gespielt. Beide übrigens, das hatte ich ja auch thematisiert, dass beide schon mal patzen. Beide haben nur 7,5 im letzten Spiel. Bin ich mit zufrieden, dann sollen die beiden auch jetzt nochmal spielen. Vor allem Gregor jetzt nochmal vor Muamirovic. Dann sieht das vielleicht im nächsten Spiel wieder ganz anders aus. Ist Muamirovic nochmal ein bisschen fitter und dann ist gut. Stindl bleibt, da habe ich aber rausgenommen, das Vertikale, was wir ja schon mitten im Spiel gemacht hatten. Der macht also momentan noch zusätzlich Position verlassen, was gut zu ihm passt. Ja, aber ansonsten habe ich nichts geändert. Wir bleiben dabei. Ne? Wir haben hier nochmal Simon hatte sich nicht verletzt. Er hat in der zweiten Mannschaft gestern gespielt. Deswegen ist er momentan nur für 45 Minuten machbar. Ne? Ist aber ja eigentlich auch gar nicht geplant. Ich nehme ihn trotzdem mit. Und 45 Minuten kann ja durch einen Zufall irgendwie nötig sein. Alles andere, das haben wir auch gelassen, wie es ist. Wir spielen auch extrem hoch. Hier ändern wir auch nichts. Aber ich habe mal die Pressing-Auslösung auf viel häufiger gesetzt. Ich denke, eine Mannschaft, die sich hinten reinstellt, sollte man versuchen zu pressen. Ja, wenn die wiederum lange Hafer spielt, dann ist es vielleicht gefährlich, dass man da in Konter läuft. Aber wir versuchen das mal mit völliges Pressing anstatt eine Stufe zurück. Ich denke, das ist gut so. Was aber auch richtig ist, finde ich persönlich immer bei Mannschaften, die hinten drin stehen, nur ist geduldig spielen. Ja, dass man wirklich versucht, dort die Lücke zu finden. Schauen wir mal. Ja, das also die Aufstellung. Und die Gegner haben wir was wieder nicht gemacht. So, Otto war gut und hier Kühlwetter war gut. Wie ist es mit seinem Fuß? Rechtsfuß 12 und Weitschuss 11, können wir auch sagen. Ja. Käuper dementsprechend hier. Und der so offensiv ist, den nehmen wir auch mal auf normal. Dann, finde ich, sollten wir so angehen, die Sache gegen Rostock. Und auf wie geht's. Auch wieder erstmal alles grün, schön. Da haben wir nichts mehr zu machen. Was sagen wir denen schon wieder? Stehen echt viele Sachen drauf. Schon wieder das? Nee. Finde ich auch nicht richtig. Na. Wir sind der Favorit und ich möchte auch, dass wir so spielen. Okay, das finden viele sehr gut. Die beiden extra, nein. Auf geht's. In Rostock. Die sind schon abgestiegen auf 17. Wir sind Dritter. Auf geht's. Die erste Flanke ist direkt angekommen. Von wem? Zimmer.
Die zweite kommt auch an. Kiprit setzt ihn aber daneben. Nach 1 Minute 11 sind schon zwei angekommene Flanken. Das schaffen manche Spieler nicht im ganzen Spiel, oder? Ich kann meine Begeisterung über ihn echt nicht zurückhalten. Merkt er vielleicht so leicht. Mantanovic, aber der war im Abseits. Ja. Schöner Doppelpass. Oh, die ist ein bisschen hoch. Ich merke aber relativ schnell, dass wir das hier im Griff zu scheinen haben. Dass nichts falsch in der Einstellung ist. Dann gehen wir mal ein bisschen zurück. In den Highlights. Wieder sehr hoch, aber diesmal kommt Siano Montecelli verwandelt. Was macht denn Kolke da im Tor? Ich glaube, der irrt da ein bisschen drumrum. Sah zumindest ein bisschen seltsam aus. Wieder so eine hohe Flanke. Da ist fast Schnee drauf. Ja, guck mal. Da schnappt er aber mal ganz klassisch daneben. Abgesehen davon, dass der Abwehrspieler auch nicht wirklich den Kopfball gewinnen will. Schön. Vierte Minute, 1-0 für uns. Oh, an die Latte von Mantanovic. Direkt in der nächsten Szene danach. Keine 40 Sekunden später. Wir klettern auf Platz 2. Aber das sind alles nur Momentaufnahmen. Schmadtke, nicht ungefährlich. Auch wenn er drüber war. Sehr guter Auftakt. Schöner, schneller Konter. So möchte ich das. Monticelli. Stindl. Hui. Da hat aber auch allen Mut zusammengenommen. Fünfte Etage. Anfangsschwung erstmal vorbei, aber jetzt geht's weiter. Oh, direkt nochmal der Versuch von Stindl. Das war schon, ja, schon 3 Etagen tiefer. Von 5 auf 2. Nächste Mal in der ersten und er sitzt. Aber wir sind hauchhoch überlegen. Das freut uns zu sehen. Mantanovic, Schmadtke. Nochmal Stindl-Schuss? Nee. Mimedov habe ich übrigens noch als defensiven Mittelfeldspieler direkt gemacht, weil auch dort bei denen ja hinter den Spitzen nichts zu erwarten war. Wieder ein Schuss durch Schmadtke. Diesmal Kolke hält. Ja, sehr schön von Riedmann. Sehr schön. Nur Millimeter übers Tor. Schuss Nummer 11. Davon der fünfte aufs Tor. Und wir haben wieder nur 41% Ballbesitz. Ne? Also es ist aber... Ja. Läuft ja trotzdem. Mimedov kriegt gelb. Normalerweise muss ich ihn jetzt umstellen. Aber... Damit er dann, also manche als Balleroberer kannst du ihn ja nicht auf Vorsicht in Zweikämpfe setzen, aber das spielt er jetzt gerade nicht. Ich meine nämlich als Abräumer auch nicht. Dann muss ich ihn nämlich immer als Defensiven bringen. So, 1-0 zur Halbzeit. Wie gesagt, klare Überlegung an Stindl hat übrigens noch gelb gesehen, kurz vor Schluss der Halbzeit. Zimmer, Zagre, unsere Außenzange funktionieren. Medov aber auch zweimal. Ja, gut. Freue mich über Leistung, macht weiter so. Stindl hat noch gelb gesehen, wie gesagt.
auch vorsichtig. Den habe ich im Einzelnen jetzt gar nicht angeguckt, aber 6,8 ist ja auch schon mal besser als 6,5 zuletzt. Ich würde auch noch nichts ändern. Sind noch alle fit. Läuft gut. Ja. Ich bleibe irgendwo bei dem Motto Jugend forscht. Natürlich hätte ich jetzt Tower bringen können oder Matejczak für die beiden Jungen, die schon gelb haben, aber ich vertraue jetzt mal darauf. Stindl hat schon rot gesehen in der Saison. Vielleicht später, um da nichts zu riskieren. Hoffentlich ist es dann noch nicht zu spät, oder schon nicht zu spät. Wer war das? Monticelli, da war auch ein Schüsschen. Aber links ist, glaube ich, ein schwächerer Fuß. Dann sei das auch mal völlig in Ordnung. Oh, super Pass von Stindl, Matanovic 2-0. Wieder direktes Passspiel. Zack, 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 Schmadtke mit der Vorlage. Habe ich Stindl gerade gesagt? Also Schmadtke war es auf jeden Fall mit der Vorlage. Zack. Schönes Dreieck gebildet. Und dann verwandelt Matanovic zum 20. Wobei, ich glaube, da ist der Pokal mit drin. Können wir gleich nochmal sehen, wie viel er in der Liga hat. 2-0. Völlig ungefährdet bis hierhin. Wieder schön von Stindl auf Matanovic. Ja, Zimmer hat noch gar nicht vorgelegt heute. Seltsam, seltsam. Ich mache jetzt den Wechsel Tower-Memedov, zumal Tower dort auch als defensiver Mittelfeldspieler seine beste Position ist, dann haben wir das Risiko nicht. Er kriegt ein bisschen Spielpraxis, hat er sich auch verdient. Wie ist denn da aktuell die Zufriedenheit? Weil er ist, glaube ich, auch als Stammspieler, er hat auch am Anfang viel gespielt, deswegen ist er noch zufrieden. Muss man auch mal aufpassen, dass da nicht die Spieler unzufrieden sind. Ja, das würden wir auf jeden Fall tun erstmal, ansonsten warten wir bis zur ominösen 70. Wenn nicht noch irgendwas anderes passiert. Die Moral ist gut. Ich sag jetzt mal nichts. Vorhin ist es ja auch schief gegangen. Ups, jetzt wollte ich gerade wechseln, aber da kommt noch eine Chance. Gut geklärt von Rickmann, aber es ist noch nicht vorbei. Der war gut, der Pass. Schwede ist gerade neu gekommen. Oh. Der war dann aber nicht ganz so überlegt. Beziehungsweise, ja klar, hätte einer sein können. Vielleicht sein müssen. Aus Rostocker Sicht. Aber nicht aus unserer. Ja, das war auch gut geklärt von Gregor. Wegmann und Gregor wieder. Beide ganz vernünftig. Zwar nicht im grünen Bereich, aber 6-9. Ups. Und jetzt ist Riegmann 7-0, das ist gut. Ich wollte folgenden Wechsel machen. Matejczak für Stindl dann auch bringen. Position verlassen kann der das auch. Ohne Ball 14, Übersicht 16. Ja, wir lassen das mal drin. Und wen bringen wir denn noch? Wer ist da? Kiprit ist ziemlich kaputt. Vorhin haben wir Bangura, der hat aber übrigens die fünfte Gelbe gesehen. Ja, so einen Stürmer haben wir nur Stavridis gerade. Klingenburg braucht noch mal ein bisschen Spielpraxis. Dann bringen wir halt keinen Stürmer. Was ist denn Schmadtke? Ne? Der ist ein bisschen fitter. Ja, was machen wir? Klingenburg. Dann spielt Kiprit durch.
Ui. Majacak, so wird er ausgesprochen. Auch so ein leichter Zungenbrecher, vertue ich mich auch immer. Jetzt kommen die doch in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr, obwohl es vorhin ja in der ersten Halbzeit so dermaßen dominant aussah. Vielleicht auch umgestellt, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Von der Taktik, das sagt unser Co-Trainer ja manchmal, spielen jetzt offensiver oder wie auch immer. Aber schön erobert von Zagre. Da ist er nochmal. Flanke. Monticelli knapp. Was können wir vielleicht mal sagen? Kreativ, ich würde das drin lassen. Tempo. Nehmen wir jetzt mal eine zurück. Das lassen wir so. Er soll hinten mal verzögern, wenn er den Ball rausspielt. Und pressen. Gehen wir auch wieder auf das Normale. Zack. Was wir immer schon machen. Für die letzten nun 5 Minuten plus Nachspielzeit. Ja, ich lasse es mal. Hatte gerade noch eine Idee, aber wir bleiben mal dabei. Sind ja nur noch 13 Sekunden offiziell jetzt. Das sollte es nämlich gewesen sein, dass da jetzt nichts mehr passiert. Ja, so ist es. 2-0 gewinnen wir in Rostock. Vor allem in der ersten Halbzeit natürlich hoch verdient. Die zweite Halbzeit sieht man ja auch ein bisschen besser, sind sie da zurechtgekommen. Wir haben ein bisschen weniger gemacht, aber insgesamt natürlich bin ich damit zufrieden. Zagre, heute Spieler des Spiels. Zimmer war gar nicht so auffällig, ne? Hat aber auch wieder 6 entscheidende Pässe gemacht. Und 25 Flanken gemacht. Ne? 28% kommen rein. Und diesmal 22 Flanken bei Zagre, 31% kamen. Also diesmal hat Zagre sich da ein bisschen besser, besseren Wert geholt in den Flanken. Ja. Stindl möchte ich speziell nochmal gucken, damit ich verstehe, was bei ihm passiert. 94% seiner Pässe ist super. Diesmal 2 entscheidende Pässe, auch gut. 75% der Flanken. Ein Zweikampf, den hat er gewonnen. Wichtigen Kopfball da war noch. Hat er geholt. 2 Torschüsse, einer war immerhin aufs Tor. Ja, bin ich einverstanden mit. Innenverteidigung auch wieder beide gut. Schön. 2-0 also gegen Rostock gewonnen. Die anderen Spiele dann noch an diesem Spieltag. Paderborn, Regensburg 1-3. Bremen gewinnt gegen Nürnberg 1-0. Damit sind sie noch vorne weg. Aber wir nun, es waren ja schon alle Spiele, genau, 4 Punkte vor Schalke. Also aktuell haben wir den Relegationsplatz im Gepäck. Ja, schön. Das war der nächste Sieg. Siege, Siege, Siege. Als nächstes geht es dann zu Hause gegen Bremen. Das ist natürlich jetzt das Spiel der Spiele. Absolut spannend. Die 3 gegen die 2. Ja, wenn wir gewinnen sollten, haben wir 2 Punkte Vorsprung. Ist immer noch entschieden. Wenn nicht, ist Bremen allerdings 4 Punkte weg. Also sehr, sehr entscheidendes Spiel. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Es würde mich freuen. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Ciao.